Ja, bitte? Dorste, bis vor 3 Tagen noch Strafgefangener. Ich habe einen Termin beim Direktor. Was haben Sie? Ich sagte es Ihnen doch, einen Termin beim Direktor. Ja, danke. Ich habe Sie fast nicht erkannt, Sie sind ungeheuer in Schale. Wenn Sie meine Garderobe meinen, die hat mir einer der besten Schneider sozusagen über Nacht angefertigt. Dann haben sich Ihre Verhältnisse wohl über Nacht verbessert. So ist es. Danke. Herr Dorste, Sie sehen gut aus. Das Leben draußen hat Sie wieder. Ja. Und es ist freundlich zu mir, nach 15 Jahren Haft. Sie kommen wegen Ihrer Bücher. Die sind hier. Helfen Sie bitte. Ich wollte Sie erst der Bücherei schenken, dachte aber, dass ich selbst immer noch mal Lust haben werde, hineinzuschauen. Ist einiges zusammengekommen in all den Jahren. Wenn ich Ihre Bücher sehe, da haben Sie aber einen sehr guten Geschmack gewesen. Der hat sich mit der Zeit eingestellt, wie von selbst. Dann wünsche ich Ihnen für Ihr weiteres Leben alles Gute. Ich werde damit keine Probleme haben. Hoffe ich, Herr Direktor. Hoffe ich. Danke. Danke. Darf ich Sie mal was fragen? Ja. Ihr Wagen? Ja, meiner. Stefan, kennst du einen gewissen Dorste? Dorste? Der ist verurteilt worden vor 15 Jahren wegen Mord. Moment mal, ich stell mal durch, ja? Derek. Guten Tag, Herr Derek. Ich habe in meinen Unterlagen einen Vermerk, bei Entlassung Kriminalpolizei anzurufen. Ja, das ist richtig. Ich erinnere mich, wir haben damals darum gebeten, weil es sich um eine Geschichte mit Fortsetzung handelt. Sagen Sie mir bitte Ihren Eindruck von Dorste. Er war ein ruhiger Strafgefangener. Er hat die Gelegenheit benutzt, sich fortzubilden. Vor 3 Tagen wurde er entlassen. Heute kam er zurück, um seine Bücher abzuholen. Vom besten Schneider angekleidet, mit eigenem Wagen vorgefahren. Ein großer Wagen. Naja, das ist ja schon die Fortsetzung, die begonnen hat. Vielen Dank, Herr Direktor. Dorse hat damals einen Mann umgebracht. Ja, das ist richtig. Nur um ihn daran zu hindern, Aussagen zu machen, in einem riesigen Betrugsfall, das ging damals um sehr viel Geld. In 3 Tagen, Harry, nur 3 Tagen von Schneider eingekleidet und dann fährt er auch schon seinen eigenen Wagen. Der lässt sich die 15 Jahre jetzt bezahlen. Vom Mörder zum Kassierer. Er hatte ja einen Anwalt. Vielleicht hat er den heute noch. Herr Doktor, Oberinspektor Derek am Telefon. Sagen Sie, ich rufe zurück. Oberinspektor Derek, wir haben ja mit seinem Anruf gerechnet, aber so schnell. Warum fragen Sie nicht, was er will? Aber das weiß ich ja. Er wird wissen wollen, wo er Sie erreichen kann. Warum sagen Sie es ihm nicht? Dann wird er wissen wollen, woher Sie das Geld haben, dass Sie sich ein teures Hotel leisten können. Und einen so teuren Wagen. Und Dr. Heinrich, Sie haben mir das Hotel bestellt und den Wagen. Ich wollte keinen Wagen, den haben Sie mir vor die Tür gestellt. Wie auch immer. Jetzt wird gefragt werden, woher das Geld stammt. Und danach werden wir beide wohl besser nicht gefragt. Und schon gar nicht von Derek. Sie erinnern sich an ihn? Ja, ich erinnere mich an ihn. Und ziemlich gut. Den werden Sie jetzt im Nacken haben. Was Sie anscheinend weniger ängstigt als mich. Angst? Ich, Doktor? Wovor denn? Bestraft zu werden? Ich bin bestraft worden und jetzt so etwas wie schuldenfrei. Hallo, Herr Derek. Ach, Dr. Heinrich. Ja. Guten Tag, Herr Klein. Guten Tag, Herr Doktor. Entschuldigen Sie, dass ich nicht zurückgerufen habe. Es war irrsinnig viel zu tun. Ich komme gerade aus einer Verhandlung. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Würden Sie mir bitte zu meinem Büro kommen? Gerne. Dankeschön.
Es geht um den Dorste-Fall. Sie haben doch Dorste seinerzeit vertreten, nicht wahr? Ja. Ja, Dorste ist jetzt entlassen worden. Ich hatte insofern wieder mit ihm zu tun, weil ich ihm Geld aushändigen sollte. Es wurde mir in einem Briefumschlag in den Briefkasten geworfen. Eine ziemlich hohe Summe. Wie viel genau? 100.000 Mark. Ich wurde angerufen. Eine Männerstimme, mir unbekannt. Der Anrufer nannte mir nicht seinen Namen. Obwohl Sie natürlich danach gefragt haben. Wonach ich selbstverständlich gefragt habe. Der Mann, der, ich wiederhole es, mir ganz unbekannt war, sagte, überreichen Sie das Geld Dorste, der Ihr Klient war und der in den nächsten Tagen entlassen wird. Besorgen Sie ihm ein Hotel, anständige Kleidung, ein gutes Auto, dass er sich frei bewegen kann und seien Sie ihm behilflich, eine Wohnung zu finden. Da staunen Sie, was? Sie, sagen Sie mal, Doktor, Sie wissen aber auch, was das heißt, nicht? Ja, natürlich weiß ich, was das heißt. Dorste hat seinerzeit die Namen jener Leute, die die eigentlichen Chefs und Drahtzieher in dem Betrugsfall waren, verschwiegen. Dorste brachte sich damit um mildernde Umstände. Das heißt, er saß seine volle Zeit ab. Und diese Leute, die eigentlichen Nutznießer, sagen jetzt auf ihre Weise Dankeschön. Herzlich willkommen in der Freiheit. Fühl dich wohl und genieße sie. Du hast sie dir verdient. Was haben wir mit dem Fall noch zu tun? Ich meine, das sind Millionenbeträge verschwunden, gut. Ich meine, das ist Sache der Betrogenen. Die können den Fall nur aufrollen, wenn sie wollen oder wenn sie können. Aber unsere Sache ist es doch nicht mehr. Ja, dann müssen wir hinnehmen, dass der Mord sich gelohnt hat. Der Tod ist vergessen und der Mörder, der holt sich seine Rente ab, seine Luxusrente. Der Mörder holt sich seinen Lohn ab. Stefan. Ja, sag's nur, ja. Ich weiß, du kannst es zwar nicht mehr hören, aber wir beide, wir können die Welt nicht verändern. Nein, natürlich nicht. Wir können sie nicht verändern. Aber eins vergisst du. Die Welt verändert sich von selbst. Sie wird von Kriminellen verändert. Und diese Veränderung hält man nicht einmal für etwas Besonderes. Morde gelten manchmal nur noch als Geschäftsunkosten. Ich höre gerade, dass Herr Dorst im Restaurant einen Tisch reserviert hat. Vielen Dank. Bitte. Ich suche Herrn Dorste. Der Herr da drüben. Ein paar Sekunden habe ich gebraucht, um Sie wieder zu erkennen, aber dann wusste ich, Oberinspektor Derrick. Ich habe auch ein paar Sekunden gebraucht, um Sie wieder zu erkennen. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ich habe gerade gegessen. Trinken Sie ein Glas Wein mit mir? Jetzt überlegen Sie, ob Sie das annehmen sollen. Nicht wahr? Ich bin immer noch der Mörder für Sie. Bei unserer letzten Begegnung waren Sie es noch und entschuldigen Sie bitte, tut mir leid, aber ein Mörder bleibt man ein Leben lang. Gehen wir hinauf in mein Zimmer. Sie haben mich aufgesucht, also wollen Sie etwas von mir. Wir müssen keinen Wein miteinander trinken. Fürstlich, wirklich, wirklich, das ist fürstlich. Nur für die ersten Wochen. Eigentlich nur, um den Gegensatz zu genießen zu einer Gefängniszelle. Macht es Ihnen etwas aus, wenn Sie mich erst mal reden lassen? Nein, nein, reden Sie nur. Ich weiß, ich neige dazu. Ich habe Lust zu reden. All das, was mir in so vielen Jahren durch den Kopf gegangen ist, loszuwerden. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Unter anderem Sie natürlich. Sie waren mein stärkster Neinsager. Lassen Sie mich erklären, wie ich das meine. Sie haben zu mir, zu dem, was ich bin, was ich denke, was ich tue, Nein gesagt. Ihr Nein hat mich viele Jahre hindurch beschäftigt. Und als Sie hereinkamen, eben ins Restaurant, da sah ich Sie und dachte, ach, guck mal, da kommt ein Nein hereinspaziert. Ich bot Ihnen Wein an, ein Blick genügte. Er sagt immer noch Nein. Setzen Sie sich doch. Danke. Warum suchen Sie mich auf? Sie haben Geld bekommen. Man bezahlt Ihnen das Hotel, man bezahlt Ihr Leben, man bezahlt das Auto. Also Ihre Zukunft scheint mir gesichert.
Sieht so aus. Ich habe zu tun, mit meiner neuen Lage fertig zu werden. Diese Veränderung meiner Lebensumstände. Ich habe zu tun, mein Gleichgewicht zu bewahren. Aber das Geld, von dem Sie leben, ist gestohlenes Geld. Es gehört Ihnen nicht. Möglicherweise gefällt Ihnen meine Antwort nicht, aber woran erkennt man gestohlenes Geld? Missverstehen Sie mich nicht. Ich mache mich nicht über Sie lustig. Ich weiß, was Sie meinen. Sie stellen fest, ich habe Finanziers, Geldgeber, denen mein Wohl am Herzen liegt. So sehr am Herzen liegt, dass ich mich an meine Kindheit erinnert fühle. An Sesam öffne dich und Tischlein deck dich. Wie soll ich mich zurechtfinden in der Welt, in der ich jetzt lebe, ohne diese Leute? Aber diese Leute sind meine Privatsache. Sie wollten keinen Wein mit mir trinken. Trinken Sie einen Whisky mit mir? Ist alles da. Alle Wünsche werden erfüllt. Oberstes Gebot, habe Wünsche und erfülle sie dir. Whisky? Whisky. Helfen Sie mir? Nett, dass ich Sie bedienen darf. Obwohl ich natürlich weiß, dass Ihr Nein immer noch groß im Raum steht. Seine Geldgeber? Seine Privatsache. Sagt er das? Seine Privatsache? Du müsstest ihn sehen, er ist ein Herr geworden, vom Scheitel bis zur Sohle, im Benehmen, im Auftreten, in der Gestik und auch in der Sprache. Dann wird dich das hier interessieren. Ich habe hier eine Liste der Bücher, die er aus der Gefängnisbücherei entliehen hat. Wenn man so will, ist er noch mal zur Schule gegangen. Wenn er all das, was er hier gelesen hat, auch begriffen hat, dann ist es ein gebildeter Mann. Büro, Derek. Einen Moment bitte. Herr Dorste. Ja, Derek. Hallo, Herr Derek. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Nein, nein, Sie stören. Was ich sagen will, Ihr Besuch hat mir gut getan. Das hat einen einfachen Grund. Sie sind ein Bekannter. Und ich habe ja keine mehr. Die sind mir logischerweise verloren gegangen. Bis auf die, die Ihre Privatsache sind, ne? Ja, bis auf die. Aber die Bekanntschaft mit Ihnen ist mir viel wichtiger. Sie sind für mich... Also, ich habe mich gefreut, dass Sie mich besucht haben. Überschätzen Sie meinen Besuch nicht. Ich besuche Sie lediglich aus polizeilichen Gründen. Sie schulden uns nämlich immer noch eine Aussage. Ja, so habe ich das auch verstanden. Dennoch, ich habe mich gefreut, Sie wiederzusehen. Dich wiederzusehen? Du, warte mal, in den Akten steht irgendwo, dass er bei einer psychologischen Untersuchung war. Aber was willst du wissen? Den Leiter der Untersuchung. Ich erinnere mich sehr gut an die Sache, Dorste. Das war damals ein aufschlussreicher Beitrag für den Lehrfilm Tat und Täter. Wir haben alles vorbereitet. Ihr kennt euch? Ja, natürlich. Frau Lissner, nicht wahr? Ja, richtig. Sie war nämlich dabei damals. Kommt mit. Hier findet alles statt. Ich weiß, ich habe mir das alles schon mal angesehen. Du weißt also Bescheid mit den Kameras? Ja, ja. Du auch, Harry? Ja. Ich auch. Gut, wir übertragen gleich auf die Leinwand. Das Bild ist einfach besser. Bitte, Renate. Ihr kennt meine Meinung. Jeder Mensch ist eine Lüge. Jeder hat sich sozusagen ein Bild von sich selber gemacht und präsentiert es. Dieser auch. Jetzt komme ich mit ins Bild. Vielleicht solltest du mir erst mal erklären, worum es hier geht. Ich habe es Ihnen doch erklärt. Das Ganze ist ein Versuch, psychologische Hintergründe aufzudecken, die es gibt in der Täter- und Opfergeschichte.
Wir sollten da was dabei lernen. Sie oder soll ich was lernen? Was ja keinen Sinn hat, weil es schon zu spät ist. Nicht schlecht geantwortet. Wenn Sie Arzt sind, was ist denn das hier? Überlegt mal, ob ich in eine Anstalt soll oder? Aber keinesfalls. Es ist eine rein wissenschaftliche Untersuchung. Ich frage Sie, Sie antworten. Okay, aber wenn ich keine Lust mehr habe, habe ich keine Lust mehr. Sie haben einen Menschen umgebracht. Ist das eine Frage? Deswegen bin ich ja verurteilt. Meine Frage geht ja weiter. Haben Sie jetzt im Nachhinein irgendeine Art von Beziehung zu dem Toten? Sie hätte wie an der Frage knabbern. Beziehung? Was ist denn für eine Beziehung? Sie haben ihn doch gekannt. Sie haben mit ihm zusammengearbeitet. Was war er? Ein Freund? Ein Freund? Wann ist man das denn? Wir haben zusammen gearbeitet, wir haben auch mal zusammen Abend verbracht. Wir waren auch mal in Urlaub zusammen. Wie wenig ich den gekannt habe, das können Sie auch daran sehen, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Sagen Sie mal, kennen Sie die Prozessakten? Natürlich kenne ich die. Ja, warum fragen Sie mich denn dann? Wollte uns hochgehen lassen. Ich habe auf ihn eingeredet wie auf ein krankes Pferd. Bist du wahnsinnig? Wir machen eine krumme Sache. Das wissen wir alle. Du weißt es auch. Du hast gesagt, du machst mit. Du kannst jetzt nicht aussteigen. Sie haben ihn dann erschossen, mit Vorsatz. Also hören Sie mal, wenn das hier so läuft wie im Prozess, dann höre ich auf. Was ich Sie hier frage, das hat Sie noch niemand gefragt. Ich frage Sie nach Ihrer Beziehung zum Toten. Zum Toten. Jetzt hängt er wieder an der Frage. Sie regt ihn auf. Beziehung zum Toten, mein Doc. Keine Beziehung zum Toten. Jemand lebt nicht mehr, das alles. Aber Sie mochten ihn doch. Wen mag man denn? Man hat ununterbrochen mit Leuten zu tun. Muss man die alle mögen? Muss ich Sie mögen, weil Sie mir jetzt Fragen stellen, die ich nicht verstehe? Was suchen Sie eigentlich? Ich suche Ihren Hintergrund. Man tut etwas. Das ist manchmal ein bloßer Reflex, eine Reaktion, die sofort passiert und keinen Hintergrund hat. Was ist das für ein Hintergrund? Na, irgendeinen. Ich dachte, ich finde ihn, wenn ich Sie frage, welche Beziehung Sie jetzt zu Ihrem Toten haben. Zu meinem Toten? Jeder Mörder ist eine Beziehung eingegangen zu dem Menschen, den er umgebracht hat. Er mag sie nicht sehen, so wie Sie sie nicht sehen oder besser nicht erkennen. Aber ich sage Ihnen jetzt etwas aus meiner Erfahrung heraus, dass auch Ihr Toter der Gedanke an ihn zu einem Echo wird, das Sie vielleicht eines Tages hören werden. Das ist er jetzt, Ihr Toter. Mein Toter? Also jetzt hören Sie mal auf, hier. Das Foto kenne ich, das hat man mir oft genug gezeigt. Was wollen Sie also damit? Kein Echo in Ihnen? Kann mit dem Wort nichts anfangen. Schon gut. Was ist denn das jetzt? Kennen Sie das Kind nicht? Das ist Hanni, seine Tochter. Soll ich jetzt was dazu sagen? Nur wenn Ihnen etwas dazu einfällt. Mir fällt nichts dazu ein! Danke, Renate. Das ist alles. Sagt es euch etwas? Ich finde es interessant, also wirklich aufschlussreich. Ich meine, er gibt sich sehr engagiert, aber im Grunde verhält er sich Ihren Fragen gegenüber, weiß nicht, wie soll ich sagen, flach. Kein schlechtes Wort, flach. Er war ganz vorn. Er hat nichts reingelassen. Dein Eindruck? Mir ist das Wort Echo aufgefallen. Was für eine Vorstellung. Wenn alle Ermordeten der Welt ein Echo hätten, die Welt müsste sich die Ohren zuhalten. Etwas könnte interessant sein für euch. Einige Jahre später hat Dorste bei mir anfragen lassen, ob er sich den Film noch einmal ansehen könnte. Er wurde dann hierher gebracht. Bitte, Renate. Ich fragte ihn, warum wollen Sie den Film noch einmal anschauen? Spielt keine Rolle, warum. Nur so viel, ich beschäftige mich mit mir selber. Es bleibt einem anders übrig in einer Zelle. Er sagte dann etwas Erstaunliches. Die Zelle wird immer kleiner, das Ich wird immer größer. Ich sagte... Also gut, dann sehen wir uns den Film noch einmal an. Aber das wollte er nicht. Ich möchte ihn allein sehen oder überhaupt nicht. Danke. Er hat sich dann den Film allein angesehen. Ich habe mal reingeschaut, ohne dass er mich gesehen hat.
Er stand regungslos vor sich selber. Und? Was hältst du davon? Ein Echo hat sich eingestellt. Hallo? Ach, Herr Derek. Unten im Hotel? Nein, nein, Sie stören gar nicht. Ich wollte gerade weggehen. Ich komme runter, ja? Gut. Ich habe eine Verabredung. Wenn Sie Zeit haben, könnten Sie mich begleiten. Ich will mir nur ein Haus ansehen. Sie könnten mir helfen. Ich bin ja auf Ratschläge angewiesen in einer Welt, die sich in 15 Jahren doch sehr verändert hat. Ich begleite Sie gern. Ach, Sie tun mir damit einen großen Gefallen. Könnten wir vielleicht mit Ihrem Wagen fahren? Ich habe zwar einen, aber ich fahre noch sehr ungern selbst. Wollen Sie das Haus nun kaufen oder mieten? Ihre Frage schwebt im Raum. Das Geld, das Geld. Woher? Ist ja nicht schwer zu beantworten, nicht? Aber Sie wissen doch, dass mir einige Leute sehr verpflichtet sind. Die Sie mir aber immer noch nicht nennen wollen. Nein, weil die mir das übel nehmen würden. Tag, Doktor. Tag, Doktor. Komm ein paar Minuten später. Herr Derek sucht für mich auf. Ich bat ihn dann, mich zu begleiten. Guten Tag, Herr Derek. Guten Tag. Irgendwie wundere ich mich, dass Sie mitgekommen sind. So. Er soll sich mit uns zusammen das Haus ansehen. Mir liegt daran. Gut, ich darf dann vorausgehen. Danke. Ja, von mir aus ist das alles in Ordnung. Das Wesentliche ist gegeben. Ich kann mich bewegen und die Haustür auf und zu machen. Selbst auf und zu machen. Bitte machen Sie die Verträge und alles, was da nötig ist. Gut. Geht das Telefon schon? Ja, das Telefon ist schon angeschlossen. Mhm. Aber Sie haben sonst noch nicht alles gesehen. Ach, tun Sie das für mich. Ja, gut. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Sie wundern sich, nicht wahr? Ja. Ich sitze hier mit dem Rücken zum Fenster. Was ist hinter dem Fenster? Der Garten. Ganz leicht, mich durch dieses Fenster hindurch zu erschießen. Ja, es wäre sehr leicht, Sie zu erschießen. Wenn Sie da sitzen, wo Sie jetzt sitzen. Rechnen Sie damit, dass man Sie erschießen wird? Es geht ja nur um Möglichkeiten. Ja, soweit ist alles in Ordnung. Also, wenn Sie das Haus haben wollen. Ja, es gefällt mir. Der Platz hier gefällt mir. Ich habe mir gedacht, dass Sie mich fragen würden, was ich mit der ganzen Angelegenheit zu tun habe. Sie sind hinter seinen Geldgebern her, was ich verstehen kann, aber das ist nicht mehr meine Sache. Er hat jetzt seinen eigenen Briefkasten. Da, da. Der Mann kauft ein Haus mit dem Geld der Leute, die ihn zu einem Mord angestiftet haben. Er nimmt dich mit, schauen Sie sich das Haus an. Ihr Rat ist mir wichtig. Der Rat des Mannes, der ihn überführt hat. Ja, ist mir ja auch merkwürdig. Gebe zu, ich wundere mich auch. Der sucht doch deine Nähe. Ja. Ja, kannst du dir einen Grund dafür vorstellen? Weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Vielleicht rechnet er wirklich damit, dass man ihn erschießen wird. Von hinten in den Rücken. Weil es ist noch etwas, was ich einfach nicht verstehe. Er hat mich für heute Abend zum Essen eingeladen. Ach, den Film haben Sie gesehen, den der Psychologe gemacht hat? Howald. Richtig, Dr. Howald. Hm. Wann hat er den gemacht? Was sagt? 10 Jahre her. Oder noch länger. Das war am Anfang meiner Gefängniszeit. Da hat man sich noch für meinen Kopf interessiert, was so in ihm vorgeht. Das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir den Film dann später noch mal angesehen. Ein paar Jahre später. Ich fand den schrecklich.
Nein, eigentlich fand ich mich schrecklich. Warum? Warum fanden Sie sich schrecklich? Ich habe mich benommen, geredet und geantwortet wie ein, ich weiß nicht was. Versuchen Sie es mal zu erklären. Sie führen jetzt ein eher ernsthaftes Gespräch mit mir. Das tue ich schon die ganze Zeit. Also in dem Film wurde gezeigt, was und wer ich war, ein Verbrecher. Ich selbst hatte den Eindruck, ich stehe vor meiner eigenen Steinzeit. Ja, aber die Sie doch nun verlassen haben, nicht? Die ich längst verlassen habe, ja. Wann und wie, das erzähle ich Ihnen mal. Im Moment freue ich mich, dass Sie mir gegenüber sitzen. So ein Wein ist was Wunderbares. Kommen Sie noch mit rein? Ich möchte es gern. Hier ist nichts dazugekommen. Mangelndes Interesse. Ich habe gar keine Beziehung mehr zu Gegenständen. Warum haben Sie mich heute Abend eingeladen? Und warum haben Sie mich gebeten, noch mit hereinzukommen? Ich möchte morgen mit Ihnen einen Besuch machen. Bei wem? Bei jemand, den ich mal gekannt habe. Was will er mit dir? Alte Freunde treffen? Ja, was für Freunde meint er denn? Seine Geldgeber vielleicht? Das Mögliche, könnte sein. Ja, wenn es so ist, warum tut er das? Ich weiß es nicht. Ach, Sie sind es. Sind wir verabredet? Wir wollten Besuche machen. Aha. Danke. Kommen Sie rein. Wissen Sie, es geht mir nicht gut. Das ist so eine Sache mit meinen Nächten. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wie schlafen Sie eigentlich? Es geht. Womit haben Sie zu tun? Mit Mord und Totschlag? Jeden Tag? Stecken Sie nicht bis zum Hals in Mordgeschichten? Haben Sie sich daran gewöhnt? Nein. Aber Sie schlafen noch gut? Ich sagte, es geht. Ja, so ist es bei mir. Aber ich habe ja meine eigene Mordgeschichte. Und ab und zu lässt sie mich nicht schlafen. Man versucht es, man strengt sich an, aber die Bilder sind da. Diese verdammte Zelle. Wissen Sie, ich hatte die Pistole hoch auf ihn gerichtet und er schrie, nein. Er sagte nein, immer wieder nein. Und in der Zelle nachts kam das Nein zurück. Wie ein Echo. Das Wort hat der Psychologe gebraucht. Von dem habe ich es ja. Echo. Er sagte, irgendwann kommt das Echo. Jeder Mord hat ein Echo. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob man das generell so sagen kann, aber bei mir war es so. Das Echo hat die Zelle gefüllt. Und das Nein ist noch da. Aber jetzt ist es mein eigenes Nein. In allen Dingen, die mir begegnen. Ich möchte, dass Sie das verstehen. Ruhen Sie sich aus. Ich komme wieder, wenn das Nein leiser geworden ist. Oder das Haus verlassen hat. Danke. Herr Derrick? Ein paar Minuten. Ich muss mich hier umziehen. Ich bin ein komischer Kauzwie. Naja, bei Ihnen geht im Moment so einiges durcheinander. Wollen Sie mir nicht mal sagen, zu wem wir fahren? Immer wenn ich den gesehen habe, sah aus, als hätte eine Armee hinter sich, schwer bewaffnet. So wie manchmal
alten Karikaturen Offiziere dargestellt werden. Bei ihm hatte ich immer das Gefühl, stramm stehen und tun, was gesagt wird. Ich möchte bitte Herrn Kroll sprechen. Sind Sie angemeldet? Nein. Sagen Sie nur meinen Namen. Mein Name ist Doste. Moment bitte. Das ist ein Herr Doste hier, er möchte Sie sprechen. Dorst ist Herrn Kroll unbekannt. Nein. Ja, wie meinen Sie nein? Ich bin Herrn Kroll nicht unbekannt. Ach, bitte. Herr Dorst ist mit noch einem Herrn hier. Jetzt wird er gleich sagen, ich lasse bitten. Herr Kroll lässt bitten. Darf ich Sie allein bitten, wenn der Herr hier warten würde? Ja, ja. Also sind Sie verrückt geworden? Sie kommen hierher, Sie suchen mich auf. Ist etwas nicht in Ordnung? Kriegen Sie Ihr Geld nicht? Doch, ja. Ich bekomme es. Wenn darauf Wert gelegt wird, dass ich mich bedanke, ich tue es hiermit. Halten Sie sich gefälligst an das, was wir verabredet haben. Als eiserne Regel, keine Kontakte. Sie sind nicht allein. Wer ist der Herr, der Sie begleitet? Ein gewisser Herr Derrick. Kriminalpolizei. Er gehört zur Mordkommission, die meinen Fall damals behandelt hat. Den bringen Sie hierher? Was ist los, Dorste? Wenn ich das erklären soll, wir sind bekannt miteinander. Was weiß er? Nichts. Warum haben Sie ihn mitgebracht? Ich sagte ihm, ich besuche einen alten Bekannten und habe ihn einfach mitgenommen, weil er Zeit hatte. Ich frage Sie nochmal, warum sind Sie hergekommen? Nur um zu sehen, wie es Ihnen geht. Wie es mir geht? Wieso denken Sie darüber nach, wie es mir geht? Es geht mir gut, es geht mir ausgezeichnet. Was soll ich jetzt sagen? Danke der Nachfrage? Irgendwie sind Sie doch ein gewaltiger Dummkopf. Tja. Frage, was tun? Wir müssen das Beste draus machen. John, der Herr, der Herrn Dorste begleitet, bitten Sie ihn herein? Ja, und meine Frau auch, wenn sie einen Moment Zeit hat. Ja, danke. Dorste, wenn Sie falsch spielen, dann bezahlen Sie das. Mit Ihrem Leben. Ah, ich habe gerade erfahren, wer Sie sind. Sie hatten mit Herrn Dorste, oh, ich bitte um Entschuldigung, dass mir Ihr Name nicht gleich geläufig war. Sie hatten, wie sage ich das jetzt, beruflich mit ihm zu tun? Seinerzeit hatte ich beruflich mit ihm zu tun, ja. In dem Mordfall Dorste, nicht wahr? Ja, ich habe mich dann auch gleich erinnert.
Wie lange ist das her? 15 Jahre. Ich hatte seinerzeit gelegentlich Kontakt zu Herrn Dorste. Und Ihr Job ist? Ich leite eine Mordkommission. Ach, dann haben Sie sozusagen einen alten Klienten, sagt man das, Klient? Ja, kann man sagen, ja. Einen alten Klienten nach so langer Zeit wiedergesehen. Zufällig? Ja, eher zufällig. Sie haben also eine alte Bekanntschaft wieder aufgefrischt. Herr Dorste ist ja, nachdem er seine Strafe abgebüßt hat, wieder in den Stand der Unschuld zurückgekehrt, nicht wahr? Auch ich stehe nicht an, ihm die Hand zu reichen. Margarete, wir haben Besuch. Das ist Herr Dorste, ein alter, ich würde sagen, ein sehr alter Bekannter und sein Begleiter. Wie war noch Ihr Name? Derek. Ja, meine Frau. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Ja, ein sehr überraschender Besuch, aber dennoch ein willkommener. Warum haben wir diesen Mann eigentlich besucht? Ich wollte ihn nur fragen, wie es ihm geht. Er sagt, es gehe ihm ausgezeichnet. Ich habe gesehen, dass es ihm ausgezeichnet geht. Er hat mir damals die Pistole gegeben. Was? Was hat er? Ihm die Pistole gegeben? Habe ich Sie jetzt in Aufregung versetzt? Was ist denn Aufregung? Das ist der... Das war Anstiftung zum Mord. Das ist nie zur Sprache gekommen. Wollen Sie das jetzt zur Sprache bringen? Das muss ich, ja. Dann ziehe ich das, was ich gerade gesagt habe, zurück. Stimmt nicht. Kann sein, dass ich das Ganze nur geträumt habe. Nehmen Sie es als einen Traum. Und jetzt soll ich mit Ihnen träumen? Ich habe Sie dazu geradezu eingeladen. Ja, Herr Kroll, ist Dr. Lammers im Haus? In einer Besprechung? Na, dann holen Sie ihn da raus. Ich warte. Richard, was ist los? Ich bin mitten in einer Besprechung. Du wirst es nicht glauben. Dorste hat mich aufgesucht. Dorste? Ein Mann, der jetzt Besuche macht. Aber wieso denn? Er kriegt doch sein Geld. Oder gibt es da Schwierigkeiten? Nein, nein, keine Schwierigkeiten. Es geht gar nicht um Geld. Ich fragte ihn, warum kommen Sie her? Ja, und wieso kam er? Um mich zu fragen, wie es mir geht. Wie es dir geht? Aber das ist noch nicht alles. Er hatte einen Kriminalbeamten bei sich. Um Himmels Willen, wieso, warum? Dorste sagte mir, der Mann weiß nichts, keine Sorge. Er sei mit ihm bekannt, sogar gut bekannt. Und du glaubst das? Ja, ich bin nicht verhaftet worden. Weiß er nicht, dass er dann im Armenhaus landet? Erlauben Sie mir, dass ich noch ein bisschen aufgeregt bin. Ich bin noch mittendrin in meinem Traum. Er gab mir die Pistole und sagte, tu es. Hören Sie, Sie träumen nicht und ich träume auch nicht. Sie haben eine Aussage gemacht und der muss ich nachgehen. Nein, meine Aussage wäre die eines Verrückten, der sich, wenn er früher geredet hätte, einen Großteil seiner Strafe hätte ersparen können. Nein, ich bleibe dabei. Ich träume. Kroll gab mir die Pistole und sagte, tu es. Was haben Sie, ein Menschen? Nun frage ich Sie, was ist los mit den Menschen? Sie tun etwas und haben keine Ahnung, was sie tun. Aber da steht dann plötzlich am Wege, den man geht, ich sag jetzt mal ganz was, einfach so ein Baum. Naja, was meine ich? Ich meine natürlich den Baum der Erkenntnis. Man streckt die Hand aus und hat sie plötzlich, die Erkenntnis. Und man weiß, was man getan hat. Mein Baum der Erkenntnis stand nachts in der Gefängniszelle.
Ich wusste, wer ich war, dass ich ein Mörder war und immer sein werde. Wir haben dann den Mann aufgesucht, der ihm die Pistole in die Hand gedrückt hat und zu ihm gesagt hat, tu es, was ich nicht begreife. Nur um ihn zu fragen, wie geht es? Ja. Und er sagte, es gehe ihm gut. Nein, er sagte, es gehe ihm ausgezeichnet. Wo warst du denn? Ich wollte dich schon suchen lassen. Ich habe mit Dorster einen Besuch gemacht. Hast du einen neuen Freund gewonnen? Wir waren bei dem Mann, der ihm vor 15 Jahren die Pistole in die Hand gedrückt hat mit den Worten, du machst es. Das ist Anstiftung zum Mord. Das habe ich auch gesagt. Daraufhin hat er die Aussage zurückgezogen und gesagt, es ist doch wohl erlaubt zu träumen und hat mich eingeladen, mit ihm zu träumen. Jetzt träumen wir zu zweit einen schlechten Traum. Ruf ihn mal an. Wen? Dorste? Mhm. Was macht man denn? Bitte. Danke. Hallo, wer ist da? Ich bin's, Derek. Ach, Herr Derek. Schön, dass Sie anrufen. Ich denke gerade an Sie. Sie denken an mich? Ja, es macht mich besorgt. Es macht mich besorgt, dass ich Ihnen lästig falle. Ich möchte gern noch einen Besuch machen. Werden Sie mir auch sagen, bei wem? Bei einem Dr. Lammers. Darf ich Sie morgen früh im Büro abholen? Bis morgen. Kommen Sie zu mir ins Büro. Was ist mit dem Mann? Harry, der hat mir etwas so plastisch geschildert, dass ich mittendrin war in der Situation. Ich habe mich dann erkundigt bei der Justizvollzugsanstalt. Man erinnerte sich an die Szene. Übrigens, Dorster hat dann darum gebeten, die Aufzeichnung noch einmal sehen zu dürfen, die der Psychologe da angefertigt hat. Howald. Du erinnerst dich doch an Howald. Er nannte das Wort Echo. Er behauptet, dass jeder Mord ein Echo hervorruft. Und nun hatte Dorste dieses Echo auf seine Weise. Es überfiel ihn mitten in der Nacht. Er war allein eingeschlossen in seiner Zelle. Es war dunkel. So, hier ist alles zusammengetragen. Über Kroll und Dr. Lammers. Beide sind namentlich im Prozess erwähnt. Schuld am Betrugsfall nicht nachweisbar. Ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Kommen Sie nur herein. Das gleiche Büro. Ich kam ins Präsidium und dachte, geh einfach den Weg, den du ja kennst. Alles noch an gleicher Stelle. Ja, hat sich nichts verändert. Vielleicht haben wir uns verändert. Ne? Wollen wir gleich los? Ja, wenn Sie Zeit haben. Bitte. Danke. Sie haben sich erkundigt, wer Dr. Lammers ist? Ja, er ist ein Freund von Kroll. Außerordentlich guter Geschäftsmann. Haben wir doch gestern besucht, den Kroll. Ja. Eiskalter Kopf. Sein Kopf ist eine Rechenmaschine. Ja, aber Kroll hat ihm die Pistole gegeben. Lammers war dabei. Dr. Lammers bittet Sie, Platz zu nehmen. Es wird noch einen Moment dauern. Wir haben einen Gästeraum.
Abend. Vielen Dank. Und bedienen Sie sich bitte. Dankeschön. Was meinen Sie? Warum lässt er uns warten? Ich nehme an, er telefoniert mit seinem Freund Kroll. Ja, er ist bei mir. Sitzt im Gästeraum. Ist er allein oder hat er diesen Kriminalbeamten wieder dabei? Er ist nicht allein. Wenn Sie wirklich miteinander telefonieren, scheint das ja ein längeres Gespräch zu sein. Bitte, mein Herr. Bitte. Dorste. Dorste. Ich muss überlegen, wo ich sie hintue. Wir sind uns begegnet. Das liegt sehr lange zurück. Ja, Dr. Lammers, wir begegneten uns vor mehr als 15 Jahren. Oh, ich muss um Entschuldigung bitten, wenn ich mich nicht sofort erinnern konnte. Und Sie sind? Mein Name ist Derek. Ich leite eine Mordkommission. Darf ich fragen, was Sie miteinander verbindet? Oh, Moment. Dorste, da gab es mal einen Mordfall. Ja, ich habe einen Mord begangen. Und Herr Derrick untersuchte damals den Fall, daher kenne ich ihn. Darf ich fragen, spielt das jetzt noch eine Rolle? Möglicherweise im Zusammenhang mit Ihrem Besuch bei mir. Nein, nein, Herr Derrick ist bei mir, weil ich hatte einfach keine Bezugsperson mehr. Und Herr Derrick hilft mir, mich im Leben wieder zurechtzufinden. Sehr schön. Wenn Sie sich im Leben wieder zurechtfinden wollen, ist das ein Grund, mich aufzusuchen? Sie sind ein Mann, den ich seinerzeit gekannt habe. Ich habe immer mal wieder darüber nachgedacht, wie es Ihnen wohl geht. Ich bin tatsächlich hier, um mich danach zu erkundigen. Wie geht es Ihnen? Wie es mir geht? Sehr gut, es geht mir sehr gut. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn Sie uns allein lassen? Nein, das würde mir gar nichts ausmachen. Danke. Lieber Freund, ich sehe, dass Sie große Probleme mit sich selber haben. Sie sind herausgekommen aus dem Gefängnis und wir haben uns nicht um Sie gekümmert. Wir haben Ihnen nur Geld gegeben. Und Sie allein gelassen mit sich selber, was ein großer Fehler war. Ich erkenne, dass Sie sich in einer inneren Notlage befinden, auf die wir keine Rücksicht genommen haben. Was wir jetzt tun werden. Eine Frage vorweg. Was weiß der Kriminalbeamte? Weiß er was? Nein. Warum ist der Mann bei Ihnen? Sie waren mit ihm auch bei Kroll. Der Mann ist kein guter Freund, auch wenn er möglicherweise vorgibt, es zu sein. Er will etwas von Ihnen. Und was er will, ist klar. Er will, dass die ganze Geschichte noch einmal aufgerollt wird, die doch längst vergessen ist. Kroll gibt heute Abend einen Empfang für wenige Gäste, für alte Freunde. Ja, für alte Freunde. Und Sie sind einer. Ich soll Sie herzlich einladen. Sagen Sie, dass Sie einverstanden sind. Wir rechnen mit Ihrem Kommen. Man hat mich eingeladen. Eingeladen, mich, weil ich ein alter Freund bin. Es werden dann nur gute Freunde eingeladen. Und ich bin einer. Staunen Sie? Ja, das staune ich. Dunkler Anzug erwünscht und gute Laune. Man will mir die Familien vorstellen. Die Kinder, die ja damals noch welche waren, studieren jetzt, sind mitten im Leben. Werden Sie hingehen? Natürlich nicht. Ich fahre jetzt nach Hause und schreibe alles auf. Alles, was ich seinerzeit verschwiegen habe. Und? Wird das tun? Ich nehme es an.
Wir sollten Dorste anrufen. Der wird zu der Einladung gehen. Ah, Herr Derrick. Mein Anruf hat gar keinen besonderen Grund. Ich wollte nur hören, ob Sie zu Hause sind. Ja, bitte? Haben Sie sich umgezogen? Haben Sie einen dunklen Anzug angezogen? Ja! Er bindet sich gerade die Krawatte. Ich hab's gehört. Ja. Oh, Dr. Lammers. Meine beiden Kinder, Dawson. Das ist ein guter Bekannter von mir. Begrüßt ihn und seid nett zu ihm. Freue mich. Land. Nett, Sie wiederzusehen, Herr Dawson. Darf ich? Ich freue mich, dass Sie sich hier so wohl fühlen. Unser Gastgeber. Na, sehen Sie, Dorste? Man muss die Feste feiern, um die Gespenster zu vertreiben, wenn es überhaupt welche gibt. Übrigens, das ist Frau Mertens, eine Mitarbeiterin. Hallo? Ja, Frau Mertens fährt morgen in Urlaub. Und da dachte ich, na, ich hatte so eine Idee. Ich habe sie nämlich gefragt, wo es denn hingeht. Und sie sagte, in die Sonne. Und ja, da kam mir die Idee, warum nicht jemanden mitnehmen, der die Sonne so lange entbehrt hat, was? Ich sagte, ich nehme jeden mit, der gute Laune hat und Spaß versteht. Na, sehen Sie? Frau Mertens fährt morgen früh. Also alles, was Sie tun müssen, wenn Sie jetzt nach Hause kommen, Koffer packen. Wollen wir nicht Schluss machen? Ja, geh nur. Ich weiß nicht. Stefan, ich kenne dich doch. Du brütest noch irgendetwas aus. Meine Gedanken sind bei diesem Echo. Menschen verschwinden und bleiben doch. Sie hinterlassen irgendwie irgendwo Abdrücke. Den Abdruck ihrer Existenz. Vielleicht kann man das Echo nennen, was weiß ich. Was immer lauter wird. Immer lauter, 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 lauter. Sodass es nicht mehr überhört werden kann. Ist ein schöner Gedanke, aber von dem müssen wir uns leider verabschieden. Das Echo wird immer leiser, 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 immer leiser. Du kannst die Hand ans Ohr legen und du hörst nichts mehr. Vielleicht im Hintergrund. Irgendein Rauschen. Dorste? Hören Sie, Dorste, melden Sie sich. Ich weiß, dass Sie am Apparat sind. Derrick, erinnern Sie sich daran, dass seinerzeit die Tatwaffe nicht gefunden wurde? Ich habe sie noch. Ich habe sie in meiner Hand. Dorste, tun Sie das nicht. Hören Sie, tun Sie es nicht, ich helfe Ihnen. Ich fahre jetzt sofort los. Hören Sie? Dorste. Ich habe auf einen leeren Koffer geschossen. Das war meine letzte Versuchung. Kommen Sie, Derrick. Ich warte auf Sie. Und bringen Sie ein Tonband mit. Ich werde Ihnen alles erzählen über die Geschäfte der beiden Herren, die auf meine Frage, wie es Ihnen geht, geantwortet haben. Ganz ausgezeichnet. Diese Frage werden Sie in Zukunft anders beantworten. Kein Mordfall. Er hat auf einen leeren Koffer geschossen. Und
Jetzt will er reden. Und dann, wenn wir ihn dann fragen, wie es ihm geht, dann wird er sagen, ausgezeichnet.